Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Nun gut. Sag mal, warum zum Teufel ist die Inquisition hinter euch her? Was ist so besonders an dem kleinen Kerl? Das ist kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey, verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Was? Nein. Hey, eine Mühle! Ja, wir nutzen sie zur Überquerung. Wow! Mühle gewinnt. Hey, langsam! Alter! Verschlossen! Ich mach das. Offen. Oh, das ist ja riesig! Damit malt man den Weizen. Das hat aber länger schon keiner mehr gemacht hier, so verstaubt wie das alles ist, wie Spinnweben. Die Strömung ist zu stark. Wie kommen wir auf die andere Seite? Indem wir es anhalten. Und wie sollen wir es anhalten? Amicia, wir finden eine Lösung. Die Strömung wird schwächer, aber es reicht noch nicht. Hugo, kümmerst du dich darum? Alter, ich rede mit dir. Geh doch. Es funktioniert. Klasse. Jetzt müssen wir nur noch rüber. Jetzt du, Melly. Jetzt werden wir rausfinden, ob es hält. Tja, sieht nicht so aus, als würde ich heute baden gehen. Amicia, du gehst doch nicht ohne mich, oder? Ich komme, Hugo. Ich suche nur noch einen Weg, wie ich dich rüberholen kann. Ich glaube, der du Hugo hörst muss dich an wie Arthur. Zuerst gehen, ne? Ich glaube, wir brauchen immer zwei Leute, die irgendwas tun. Das R muss jetzt aufhören. Warte. Dann muss er da hingehen und den anderen Hebel ziehen. Die Zugbrücke wäre unten, Prinzessin. Versucht nicht ins Wasser zu fallen. Ja, bitte. Siehst du, ein Kinderspiel. Wir haben die Mühle besiegt. Wenn es die Inquisition bis hierher schafft, müssen sie hier erstmal vorbei. Ja gut, so schwer war das jetzt nicht, da vorbeizukommen. Das werden wir vielleicht auch schaffen. Da baue ich mal noch wieder ein. Werkzeug. Jetzt kann ich es wahrscheinlich gerade nicht bauen, weil ich eben genau das verbraucht habe. Ah ja, genau. Ein Salpeter und ein Stoff. Genau das. Das ist genau das, was ich eben für diesen scheiß Trank verbraucht habe. Verflucht. Ah, ist ärgerlich. Gut gesehen. Danke. Jetzt habe ich schon mal ein Werkzeug und dann. Komm, Melly, wir versuchen hochzuklettern. Also schön. Für ein Salpeter und ein Stoff. Wir sind bald zurück, versprochen. Na gut. Hier ist nicht viel. Hey, und was ist es denn? Ein Hufeisen. Toll, wir sind reich. Das macht uns...
Mit steigender Lebensqualität wächst auch die Bevölkerung schneller, als Nahrungsmittel produziert werden können. Nach zahlreichen Plagen, die ganze Ernten vernichten, vernichteten nahmen die Hungersnot bedrohliche Ausmaße an und trieb Arm und Reich immer weiter dem Aberglauben in die Arme. Hufeisen galten als Glücksbringer, sie sind aber teure Schmiedearbeiten, die für den Ackerbau unerlässlich sind. Ein Bauer, der es einsetzt, um Glück anzuziehen, bringt so ein unermesslich großes Opfer. Ja, Aberglaube. Abergläubisch sein. Unter Pferdehufen fände, wären Hufschmiede die Herren der Welt. Der hat es aber nach unten offen hingehängt, das heißt, das ist alles andere als ein Glücksbringer. Das ärgert mich jetzt. Jetzt kann ich nämlich hier wieder einen Haufen andere Sachen nicht mitnehmen, weil mein Inventar voll ist und ich kann mir aber auch nichts Sinnvolles bauen, weil ich dann das Werkzeug vergeude. Ich könnte mir natürlich so ein paar Ignis und so bauen, aber dann ist wieder die Frage. Also ich stehe direkt daneben und vergeude. Ärgerlich, was ist das eigentlich? Seil. Das Seil kann ich jetzt zum Beispiel auch wieder nicht mitnehmen. Eine Zeit wieder so. Wir können hier durch. Na los! Da haben sie jetzt gezielt. Versuchst du mich zu beeindrucken? Nein. Die andere davor gestellt, damit sie nicht animieren muss. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Sehr schön. Das Ackerduck. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht dem Erdboden gleichgemacht. Die Gegend hier soll verflucht sein. Amicia? Sie macht nur Spaß, Hugo. Ja, natürlich. Seit wann hört man von mir die Wahrheit, hä? Hier haben also Leute gelebt? Oh. Das Leben nennst? Kennst du dich vielleicht? Weißt du, und glaube ich. Niemand mag ihn wegen der Dornen. Aber er ist gut fürs Herz. Du bist ja ein wandelndes Lexikon. Das weiß ich von Mama. Und jetzt bringst du es mir bei. Zeigst du mir dann, wie man die Schleuder benutzt? Abgemacht. Ja, wäre nicht schlecht, wenn er mal was Sinnvolles könnte. Und Schleudern wäre da vielleicht gar nicht so verkehrt. Der dornige Busch wurde zur Grenzmarkierung von Gärten und Grundstücken verwendet und wurde so zum Symbol vorsichtiger Hoffnung, um ihn rang. So ranken sich viele Legenden. Die bekannteste unter ihnen erzählt, dass Christus Dornkrone aus Weißdorn geflochten wurde. Heiß aufgebrüht reguliert diese Pflanzen den Herzschlag und lindert Atembeschwerden. Wie ist das so? Muss ich noch Weißdorn anpflanzen, ne? Eigentlich hatte ich ja gehofft, ich finde ja ein bisschen Salpeter und kann nochmal schnell zurück zu dem... Was treibt ihr denn? Nur ein Abstecher. Zu dem Tisch... Könnte noch was werden. Leder. Mit Alkohol. Das kann man sich so schön saufen mit dem Alkohol. Amicia. Hugo, was ist denn? Komm her. Oh. Hugo? Hugo, sieh mich an. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist... als ob etwas in mir wächst. Meine Beine, sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp! Das ist auch ein geiler Spruch. Sie sagt... Leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Sie sagt nicht, dass er gebissen wurde und sie antwortet, es liegt nicht an dem Biss. Womit sie ja quasi bestätigt, dass er gebissen wurde, was ja nicht stimmt. Und die andere ist dann aber völlig entspannt. Dann wieso sagt sie nicht einfach, er wurde nicht gebissen, das ist was anderes. Also die Antwort ist ein bisschen, also zumindest im Deutschen, irreführend. Amicia, ich habe solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Oh, endlich. Hilf mir mal, das hochzuheben. Ich komme.
Hugo, bitte geh wieder runter. Wobei, das könnte vielleicht einer schlechten Übersetzung liegen an der Stelle. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an! Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Naja, theoretisch ist er reich. Sie kommt noch momentan nicht ans Geld ran, ne? Also zumindest reich im Sinne von Landbesitz. Ich meine, was er vielleicht in der Burg gelagert hat, das mag weg sein. Es sei denn, Getreue haben das in Sicherheit gebracht. Die Getreuen, die überlebt haben. So, siehst du was? Nein, nichts! Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauche Hilfe! Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Manchmal. Mist! Runter! Er trägt einen Helm. Devorantis. Was? Devorantis. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Gut. Auch geil, mach mir mal was davon fertig, aber man hat halt nichts. Ich hätte jetzt erwartet, dass man eine Ladung vielleicht bekommt und dann erst weitere Ladungen sich selber baut. Oder man hätte es halt anders formulieren sollen und sagen, so, wie mischt man das denn zusammen? Und dann gibt sie ihr das Rezept und dann muss es selber mischen, weil gib mir mal eine Ladung und dann gibt sie ihr eine Ladung und dann hat man keine Ladung, ist ein bisschen merkwürdig. Erst auf den Helm. Oh, Entschuldigung. Schneider ihm einen Stein an den Kopf. Los! Und tschüss. Das geschieht ihm recht. Das ist laut. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Yeah, das ist laut. Aber so laut war's gar nicht. Leder. Nicht mehr Steine. Scheiße. Da drüben, da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Ihr kommt, wenn ich die erwische. Weißt du, wo die Schleifsteine sind? In einer der Kisten. Aber da herrscht höllisches Durcheinander. Ja, das ohne Helm, ne? Sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen zurück zum Akadukt. Ich weiß. Wo ist das Château d'Ombrage? Hier entlang. Folgt mir. Schmerzlos würde ich jetzt nicht sagen, der hat sich gerade einen Säurehelm vom Kopf gerissen unter Schmerzen. Da drüben, das ist unser Ausgang. Hör zu, Amicia, du hast die Schleuder.
Du gehst zuerst. Alko, halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Verstanden. Gute Ruhe und tötet die anderen. Sofort. Sie suchen immer noch nach mir. Laufen Helmis. Jetzt die Frage, ob ich mich durchschleichen kann. Ich will halt nicht die ganzen Ressourcen vergeuden. Indem ich zu viele von den Ladungen baue. Erzählt, als ich klein war, sind schlimme Dinge hier passiert. Schlimmer als der Biss. Ich krieg heute noch Gänsehaut. Ist ja auch ganz schön frisch heute. Lach nur, aber die Erde erinnert sich an das Blut, das auf ihr vergossen wurde. Krieg Gänsehaut, ist ja auch ganz schön frisch heute. Sehr schön. Ich glaube, Ihmchen hier muss ich ausschalten. Der könnte ihn aber auch dazu dem der Kiste locken. Weiß nicht, ob ich es dann in dieses linke Ding schaffe. Ist aber eigentlich, ja. Was war das für ein Geräusch? Wenn er zurückgeht, müsste ich da zu dem Ding hinkommen. Nichts zu berichten. Ach, guck mal, die können so Dinger tragen, damit sie Licht haben. Wir konnten das nicht. Verrückter. Ja, die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. So eine Explosion habe ich noch nie erlebt. Wir klingeln jetzt noch vor. Aber wir haben ihn halt unten erwischt. Ein junger Dieb, der in den Ruf ist geholfen. Er sitzt in der Bastion und wird feuern. Da kann er sich glücklich schätzen. Oh, die haben Arthur. Wüsste er nichts über den Jungen, hätte man ihn sofort für Frischfleisch verarbeitet. Nichts. Ich sollte mich beruhigen. Eigentlich dachte ich jetzt weiter da nach hinten hingeworfen, aber. Was zum? Schon wieder? Sehen wir nach! Denk an die toten Winkel, wie in der Ausbildung. Oh, die hatten eine Ausbildung. Achten auf tote Winkel. Noch immer nichts. Dreh ich langsam durch. Wenn wir nicht den Ärger im Lager der Engländer gehabt hätten, hätten wir sie längst geschnappt. Nikolas wird außer sich sein. Dafür wird jemand büßen müssen. Und Vitalis? Man könnte meinen, der Hauptmann der Wache ist bedrohlich, aber gar nicht. Wenn der enttäuscht ist, verbrennt er Leute bei lebendigem Leib, nur um sich abzulenken. Du Knirps, musst ja was ganz Besonderes sein, wenn sie so ein Theater und dich veranstalten. Ich kann nichts dafür. Bescheiden ist er auch. Idiot ist er auch. Wo sind die anderen jetzt hin? Hä? Jetzt habe ich ja keinen Krug mehr. Aber eigentlich peripher sehen. Ein peripheres Sichtfeld. Eine Karte von Frankreich. Was haben die Dreckskerle nur vor? Was zum Frankreich erobern? Ich weiß nicht. Durch Frankreich durchfahren? Irgendwas mit Frankreich. Karten sind in adligen und gelehrten Kreisen weit verbreitet. Sie sind selten und teuer und leider auch ziemlich ungenau. Daher werden an Wegkreuzungen vermehrt praktische und kostengünstige Wegweiser aufgestellt. Dörfer, die teilweise einen mehrtägigen Fußmarsch voneinander entfernt liegen, werden von Hunger, Krieg und Krankheiten heimgesucht. Über dieselben Straßen verbreiten sie auch die Pest und Folgen der fliehenden Bevölkerung wie ein unheilvoller Schatten. Wie sie in ihrer Verzweiflung an einen einzigen Gedanken klammert, flieh, solange du kannst, laufe weit und kehre später zurück oder gar nicht. Schon sehr rudimentär, aber das Gröbste stimmt ja, ne?
da liegt auch nochmal Kram. Ja, das ist doch vielleicht ein bisschen spät. Felsen an Start. Bleibt hier. Na gut. Und? Immer noch nichts? Das sind doch bloß Kinder. Wahrscheinlich verstecken sie sich irgendwo im Gebüsch. Bloß Kinder? Dafür suchen aber jede Menge Männer nach ihr. Der Großinquisitor setzt Senior Nicholas ganz schön zu. Nicholas hat schon Schlimmeres erlebt. Man nennt ihn nicht umsonst den roten Mönch. Die Luft ist rein. Ja. Sind fast da. Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. In Spielen gibt es immer Nebeneingang, ja. Nichts wie raus hier. Weiter. Los. Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Hoheit und eure Regierungs... Was kommt ihr mit mir vor? Linie. Gut, Linie. Vorsichtig. Da ist Lukas. Bald kommt der Karren mit neuen Vorräten. Glaube ich. Amicia, hast du noch was von dem Devorantis? Ja, ich glaube nicht, dass die normale Adlige mit Hoheit ansprechen. Was? Wiederzusehen. Ein Stein hätte ich gern wieder. Du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Erzähl noch lauter. Dann sind wir zu Mellies Haus. Wir haben Zeit. Und sie hat viel geflucht. Oh, das ja, habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Ja, jetzt fängt sie auch noch an. Könnten wir das unterwegs besprechen? Aber echt. Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meint ihr? Du hast recht. Gehen wir. Das ist eine mit Hirn, wobei man es auch kürzer hätte sagen können. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Ach, geht's jetzt endlich weiter. Danke auch. Wie es aussieht, habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Was ist hier passiert? Etwa ein Unfall? Ein Karren der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, Amicia, ich habe etwas für dich. Ich habe Ignifa weiterentwickelt. Zu Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Salpeter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Okay. Wirf es auf die Ratten. Das brennt in den Augen. Das hat sie pulverisiert. Was? Lukas, der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhaben, aber diese Karren werden uns noch nützlich sein. Vor allem die zwei Werkzeuge werden mir noch nützlich sein. Eins. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Brauche ich noch anderen Kram? Kann ich irgendwas aufsammeln noch jetzt? Irgendwas, was Seile verbraucht, wäre ganz gut. Eine Munitionstasche.
Aber dafür brauche ich halt auch das Werkzeug. Da fehlt mir Salpeter und Stoff. Salpeter haben wir einmal da. Na gut, oder das Seil kann ich halt nicht mitnehmen. Ich will jetzt auch das Werkzeug nicht vergeuden, weil ich dann hier... Aber ich brauche 18 Salpeter. Habe ich überhaupt so viel Platz in der Tasche? Ne, habe ich nämlich gar nicht. Um das hier zu bauen, die letzte Stufe, brauche ich 18 Salpeter. Und um überhaupt 18 Salpeter tragen zu können, brauche ich die letzte Ausbaustufe der Tasche. Da geht es nämlich schon los. Und um die Tasche zu bauen, habe ich noch zweimal... Oder ist das Salpeter, ne? Keine Ahnung. Zweimal Kristall, brauche ich auf jeden Fall hier noch Kristalle dreimal und Stoff. Die Munitionstasche bringt mir allerdings nichts, außer dass ich mein Werkzeug vergeude. Also werde ich erstmal die Tasche bauen müssen. Dann bin ich auf 16 und dann bin ich auf 22, damit ich die 18 hier überhaupt haben kann. Okay, also Stoff und was auch immer die Kristalle sind. Und das Seil muss ich halt einfach liegen lassen, geht halt nicht anders. Wir sind fast da. Na endlich. Jetzt werden wir mehr erfahren. Ich helfe dir hoch. Na gut. Dass du das jedes Mal sagen muss, ist auch irgendwie, weiß ich nicht, gegendesignmäßig ein bisschen merkwürdig. Gehen wir das Aquädukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh. Aquädukt. Aquädukt. Melli, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Gut gesehen. Steine auffüllen. Komm, hoch mit dir. Ja. Was? Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas, sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Wie wär's mit, nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Wer geht zuerst? Gut gemacht. Ist einer mit Hirn hier. Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. Krasse Höhle. Oh, wow! Oh. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Ponton. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich habe noch nie von diesem Ort gehört. Und das Chateau, wo ist es? Wenn du es unbedingt wissen willst, wir müssen erst hier rüber. Da hinten hat was geblinkt. Ich glaube, da liegt was. Salpeter und Leder. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Kein Einsatz, Melli. Lukas! Schlaf nicht, sondern hilf mit! Aber ich Tee. Ja, ja. Das Wasser ist grün. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Denen muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen.
Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Euer Boot wartet. Soll ich einsteigen? Hugo, steig ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Hoffentlich wird das nicht nötig. Gut festhalten. Los geht's. Wow. Ich sehe gar keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Gut, hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Bevor wir die rüberholen, sammle ich hier mal noch den Kram ein. Ich weiß nie, ob irgendwie nicht komische Cutscenes getriggert werden und man dann nicht mehr dazu kommt. Salpeter. Also Salpeter ist nicht das Kristallzeug, okay. Dann war das Kristallzeug. Es gibt keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Das war das andere Salpeter ja, und... Ja, aber ein kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Delfine gehören doch auch zu den Walen, oder? Ihr seid dran! Wir kommen! War das nicht so? Ist auch nicht so groß. Ich weiß nicht, was der kleinste Wal ist. Gut, ihr könnt loslassen! Wow. Alles in Ordnung? Wir haben ihn. Ich mag nur Wasser, ich bin besonders. Das ist alles. Maggie, hör zu. Oder, ich auch noch mal was. Wollte dich nicht anlügen. Ich dachte, Amicia und Hugo sterben vielleicht. Und ich hatte Angst. Ich... Vergiss es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht? Na gut. Worüber habt ihr gesprochen? Erwachsenen-Dinge. Los, gehen wir weiter. Ach, verschlossen. Nicht mehr lange. Lasst mich mal vorbei. Sie hat sogar einen nützlichen Skill. Sehr praktisch. Ist offen. Na bitte, natürlich. Die haben mir gerade noch Was ist das hier für ein Ort? Das... Orgie. Nein, das kann nicht sein. Das muss ich mir näher ansehen. Diese Grube. Was denn, Lukas? Was ist denn, Lukas? Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Und dies aus der anderen Richtung. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Schwefel! Wie das funktioniert war's. Sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht, irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Schwimmen ins Loch. Ja, Penner. Handwerker. Und zwar eine ganze Menge von ihnen. Wenn die da noch rumdiskutieren, erledige ich einfach mal die Aufgaben. Aber die Ratten sind erst seit kurzem hier. Du hast recht. Die eine Ratte hat sich da festgeglitscht und hat sich dann in Flammen aufgelöst. Na los, als nicht rechtzeitig in den Graben. Wir müssen auf die andere Seite. Gut, kommt mit. Kann ich das loslassen oder geht das dann zurück? Nee, ich lasse ihn zurück. Cool, wenn das hier eine Werkbank wäre. Vielleicht habe ich jetzt genug. Melly, kannst du sie öffnen? Nein, vielleicht auf der anderen Seite. Was? Das erste Mal, dass Melly mich enttäuscht. Tragisch. Kletter hoch, ich helfe dir! Also schön. Wieso sagst du das zum jämmerlich-weinerischen Tonfall? Es wird dir gleich die Welt untergehen. Meine Güte. Haben wir hier? Schwebt noch ein Seil. Sind wir im Bondage-Club gelandet, oder?
Jetzt jammert der Penner nicht, ne? Er ist jetzt fünfmal so weit weg wie an den anderen Stellen, wo er gleich losgeschrien und rumgeheult hat. Und hier ist gerade egal, dass ich mich so weit von ihm entferne. Gut, ich kümmere mich um die Tür. Sehr gut. Da kommt sie sogar von alleine drauf. Man muss sie ja nicht nochmal extra sagen. So ist nein, das, wenn man mit Profis arbeitet. Ihr Faulpelze. So, macht der Dings hier das Licht an in dem Topf oder muss ich das selber machen? Ich würde gerne Ressourcen sparen. Den ersten hat er auch angemacht. Alter, bist du 86 Jahre alt oder lauf da mal stehen? Jetzt bleibt er da stehen. Ja, mach ich's halt selbst. Wenn man nicht alles selber macht, hey. Perfekt, muss man ihn lassen. Die Anlage ist sehr effizient. Ja, tatsächlich. Das ist eine ganz coole Anlage. Gut. So muss ich da runterklettern. Ich gehe zuerst. Boah, und jetzt nochmal einfach, weil wir es können. Zu den Lutschern so ein Luminosa reinhauen, ne? Weil das vergeudet halt viele Ressourcen. Aber ich hätte schon Bock drauf. Also A, einfach um zu sehen, ob es funktioniert und ob die dann wirklich alle tot sind. Aber ich muss Ressourcen sparen, tut mir leid. Die sind zu wichtig. Noch eine Tür, könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs? Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Oh, sieh mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Was davon übrig ist. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Oder was? Wo rennt er eigentlich hin? Ratten! Ich weiß nicht wie. Oh, hast du das gesehen? Der Blitz! Sie haben Angst vor Blitzen! Lass es uns versuchen! Ist das euer Ernst? Blitze sind halt auch nicht. Hast du das hin, Melly? Ja. Kommen die gerade her? Alter! Fertig. Macht aber auch keinen Sinn eben, bevor der Blitz kam. Da war ja nirgends eine Lampe und trotzdem haben sie den Dingenskirchen nicht angegriffen. Soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen haben? Vier Räuberessig. Eine bekannte Legende erzählt von vier Dieben, die einen Weg gefunden hatten, verseuchte Gebäude zu plündern. Könnt die dramatische Musik mal aufhören? Ohne selbst infiziert zu werden. Als man sie schließlich gefangen nahm, versprach man ihnen, sie nicht auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen, sollten sie ihr Geheimnis preisgeben. Sie willigten ein und verrieten ihre geheime Rezeptur, um anschließend an Ort und Stelle gehängt zu werden. Ja, klar. Die Wirksamkeit dieser Mixtur bleibt jedoch äußerst fragwürdig. Das Etikett ist schon mal sehr vielversprechend. Riecht nicht besonders gut. Wenn es nicht stinkt, hilft es nicht. Da hast du nicht Unrecht. Los, lauf! Bleib mal ziemlich lange weg. Ich hoffe, dass der Blitz schon 2 Minuten her ist. Unglaublich. Hier haben mal Leute gewohnt. Geh da weg. Alter, geh da weg. Kein Jetzt, das ist zu weit weg. Los. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Das müsste helfen. Noch nicht. Brauche ich das? Ja, ich brauch's gleich. Los, wir werden es schaffen. Scheiße.
alle jetzt? Ich helfe dir. Ja. Geht es euch allen gut? Haben wir es geschafft? Wirklich? Geschafft. Wir sind da. Seht euch das an. Château d'Ombrage. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein. Los. Ja, wenn man weiter weg ist, wird's kleiner, Kollege. Verrückt, ha? Oh. Ha, unglaublich. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Irgendjemand, der wusste, was kommt. Hier liegt nichts weiter. Habe ich nie noch, ja. Da hinten haben wir auch nochmal so ein Knieding. Sorg's nicht hin. Hab ich das, wollte ich das? Ja gut, und nu? Also, die muss ich nicht töten, weil da will ich sowieso nicht runterspringen. Andererseits... Hier ist eine Tür! In der Tat. Verschlossen. Hau rein! Kannst du das übernehmen? Na schön. Das Schloss ist ganz schön alt. Da hat sich was bewegt. Ist offen. Wie, im Schloss oder hinter der Tür? Ich weiß es nicht. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut. Komm, Hugo. Bist du soweit, Melly? Solange wir sie aus dem Weg räumen. Also los. Die Belagerung des Château d'Ombrage. Zwei Mädchen gegen Tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Sieh nur, sie bewegen sich. Sehr schön. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Ratten sind dein Spezialgebiet. Sehr großzügig. Ja, ich versuche mal Ressourcen zu sparen. Mit dem Stock dahin zu gehen, statt los, wieder hier. Ich bin bei dir. Ich fühle mich schon gleich viel besser. Igni-Pferd zu benutzen. Sehr gut. Ohne Melly werde ich es nicht schieben können. Wozu die Grube gut ist. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Melly, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Kann's kaum erwarten, da oben zu sein. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. Ja, und genauso nutzlos. Und genauso bedrohlich. Auch noch in die Grube getrieben werden. Gut, Steine brauche ich nicht, aber... Sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Kann ich genug Alkohol mitnehmen? Ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Entzündet habe ich es schon. Drehen wir erstmal weiter. Hm.
so, sie gibt mir Deckung. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Ja, hau rein. Na. Denkst du, du kriegst das hin? Ja. Oh, das ist cool, dass sie sich jedes Gesicht bisschen vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Geschützt hat vorm Feuer, oder? Ich hier nur auf. Hatte das eine andere Bedeutung? Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Ball hochklettern. Dann hoch mit dir. Kann ich das? Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. Ja, jetzt muss ich tatsächlich so ein Igni hier vergeuden, um das Ding zu entzünden, weil hier gerade kein Stopp umliegt, wa? Schade. Ich hatte schon befürchtet, dass es wieder irgendwie an der Wand hängen bleibt. Den Wall hochklettern, sagt sie. Doch, da ja doch hoch. Ich hab schon gewundert, dass ich da keine Anzeige hatte. Rinn ins Loch! Ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. So werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. Ja, und jetzt müsste sie eigentlich nur noch loslassen, ne? Na bitte, rein in die Grube mit euch! Ja, perfekt! Geschafft! Jetzt nur noch den letzten Bereich. Ich muss zurück zur Leiter. Ach, da unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Also gut, auf ein neues! Habt ihr es geschafft? Ja! Alles klar, Hugo? Mir geht's gut, aber man wird euch schreien hören. Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Er macht sich Sorgen, dass wir gehört werden. Aha, mhm. Meister, schrei mal rum in den falschen Situationen. Ich wäre soweit. Dann hoch. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Und so eroberten Amicia die Amazone. Und Melly die Verstohlene. Das war Todombrage. Du hast zu viele Bücher gelesen. Ich. Komm, ja, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Was war das? Nichts, nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Nein! Ah, da bleibe ich stehen und gucke mich um und sie schiebt das Ding einfach weiter. Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut. Ich habe gerade überlegt, ob ich mir ein Igni bauen soll, um links die Fackel da nichts, nur in Brand zu setzen. Ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau.
Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss! Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Du brauchst eine Leiter. Aber die verfluchten Ratten sind überall. Tja, Amicia, die Amazone. Erzähl ihnen doch eine Geschichte. Sehr witzig. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Gut, dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. Hier muss ich das Ding noch wieder zurückschieben, ne? Ja. Verstehe. Jetzt lasst die Drachen frei. Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher. Weicht zurück vor Amicia der Amazone und Melly der Furie. Was? Melly die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Wir haben sie zurückgedrängt. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern? Wir haben noch nichts erreicht, außer dass wir angekommen sind. Und einen Weg gefunden haben, reinzugehen. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Nein. Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf. Es ist riesig. Mit Unterschlupf, okay. Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Sie fliehen aber nur begrenzt weiter. Ja, und da wir jetzt ja offensichtlich in Sicherheit sind, werde ich vielleicht an dieser Stelle den Stream beenden für heute und dann geht es beim nächsten Mal hier weiter. In ihrem neuen Zuhause, wo sie ja jetzt offensichtlich in Sicherheit sind, weil der Hugo das so beschlossen hat. Ich glaube, der war es, der das gesagt hat, ne? Oder ich habe Halluzinationen, ich weiß noch nicht. Nun gut, auf jeden Fall, dann machen wir mal an der Stelle den Schlussstrich für heute, war ja lang genug. Und dann geht's beim nächsten Mal hier weiter. Bis dahin, ciao.